Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Genius-Sendung. Heute könnt ihr euch über... Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Genius-Sendung. Heute könnt ihr alles erfahren über die Verabschiedung von unserem ehemaligen Schulleiter Werner Jüngst, über den Crashkurs und über die Skifreizeit. Am 31.01. war die Verabschiedungsfeier unseres langjährigen Schulleiters Werner Jüngst. Diese wurde mit einem Sektempfang eingeleitet. Neben diversen Reden, unter anderem von unserem Bürgermeister Steffen Moos, stellten einige Kurse, wie zum Beispiel der Duckkurs von Herrn Krämer und der Musikkurs von Frau Lange, etwas vor. Teile des Kollegiums widmeten Herrn Jüngst sogar ein Lied. Der Abschied fiel nicht leicht, aber wir behalten Herrn Jüngst sicherlich noch lange positiv im Gedächtnis. Unser zweiter Beitrag handelt vom Crashkurs und Verkehrssicherheit. Am Mittwoch, den 18. Januar, fand das Projekt Crashkurs NRW der Polizei zur Unfallprävention in der Aula unserer Schule statt. Thema waren Träume und die Zukunft und was diesen durch Fahrlässigkeit in den Weg kommen kann. Es berichteten PolizistInnen, Feuerwehrmänner, Opfer und SeelsorgerInnen über ihre Erfahrungen mit Verunglückten an Unfallsorten, Unfallfolgen wie Lähmung und auch dem Umgang mit dem Verlust von Geliebten durch Autounfälle. Als wir zu der Unfallstelle kamen, stand dieser lichterloh brennende LKW vor uns. Und als wir von oben runter zu kamen, habe ich eine leblose Person unterhalb des LKWs auf der Straße liegen sehen. Ich bin dann ausgewichen. Wollte auf den Stand streifen, dann stand da schon ein Pannenfahrzeug. Allen Beteiligten sowie dem Publikum ging der Tag sehr nahe und sie möchten von nun an besonders konzentriert im Straßenverkehr sein. Du hast uns heute deine Geschichte erzählt, du warst selber Unfallopfer. Warum ist es dir in so einem Rahmen so wichtig, eben darüber zu berichten? Ich bin bei meinem Unfall deutlich zu schnell gewesen und das ist absolut dämlich. Und ich möchte hier jungen Menschen einfach erzählen, wie dämlich es letztendlich ist und welche Folgen so ein Unfall hat, nur weil man ein bisschen schneller da sein will. Und das ist mir ganz wichtig, diese Message rüberzubringen, so dass Schüler gegebenenfalls auch mal ein bisschen vom Gas runtergehen, junge Menschen und aber auch vor allem angeschnallt bleiben. Denn wie ich eben schon sagte, wäre ich nicht angeschnallt, wäre ich heute nicht hier. Vielen Dank. Sehr gerne. Weil letzten Endes geht es nicht um euch. Ihr im Ernstfall bekommt ihr nichts mehr mit. Es geht um eure Eltern, eure Großeltern, eure Geschwister und eure Freunde. Danke. Weiter geht's mit einem Beitrag zur Schneesportfahrt. Im Folgenden könnt ihr sehen, was die Q1 und die Q2 dieses Jahr auf der Skifreizeit im Stubaital so erlebt haben. Viel Spaß! Vom 14. bis zum 20. Januar ging die erste Schneesportfahrt des Jahres 2023 auf den Stubaier Gletschern. Dank der vielfältigen Angebote der Lehrkräfte konnten die SchülerInnen Ski- und Snowboardgruppen wählen, die ihrer Kunststufe entsprachen. Neben der Stärkung der sportlichen Fähigkeiten stand vor allem der Spaß miteinander im Vordergrund. Wettermäßig war alles dabei. Nebel, Tiefschnee auf der Piste, aber auch Sonnenschein. Wie früh ist das Licht? Oder?
zurück bedeutet, dass man diese Schneehaufen dann nicht unbedingt direkt fahren. Ich glaube 2630 Meter. Schaut euch das mal an. Das sieht gut aus, oder? Ja. Ja. Nach dem gemeinsamen Mittagessen auf der Hütte durften die SchülerInnen eigene Gruppen bilden und eigenständig ihrem Können entsprechend fahren. So hatten alle Schüler Spaß und konnten aus ihren Fehlern lernen. Oh nein! Ich bin! Das war's. Letsche. Das war's. Ja. Das war's. Und jetzt gut, wir können noch singen zum Abschied. Was denn? A, E, I, O, U, du gehörst auch mit dazu. Komm und sei dabei, fühl dich heute frei. A, E, I, O, U, du gehörst auch mit dazu. Komm und sei dabei, fühl dich heute frei. Ah. Alles klar. Okay. Ciao. Wir wünschen euch was, bleibt gesund. Tschüssi. Ciao, tschüss. Herr Eckertschi! Shoutout an Christoph Schäfer! Ich muss kurz meinen Kaffee noch wegwechseln. Ich hab nicht aufgenommen. Nee.